Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Ja, Freunde, wir sind zurück bei der Mailand-Karriere und ohne Scheiß erstmal vielen, vielen Dank für den Support auf Folge 1. Wir haben 28.000 Likes oder so geknackt. Das Feedback war fast überwiegend positiv. Und anscheinend habt ihr wirklich richtig Bock, dass ich nochmal hier eine Karriere starte. Also Jungs, falls ihr jetzt Bock habt auf jede Woche eine Folge, dann smasht auf jeden Fall mal den Daumen-Button, ja. Ich denke mal, so können wir es relativ gut halten. Die letzte Folge kam ja Mittwoch, jetzt ist Montag, also so alle 5, 6, 7 Tage, irgendwie sowas. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier wieder den Support aufrechterhaltet. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, es macht echt mega Bock mal wieder. Vorweg muss ich einmal ganz kurz hier was aufklären und aufräumen. Und zwar haben ja manche bemerkt, ich habe einfach so einen komischen Pellegrini bei mir im Kader, der eigentlich jetzt, meine ich, bei AS Rom spielt. Der war vorher bei Sassuolo, oder wie die ausgesprochen werden. Ich habe ja die ganzen Transfers aus dem Sommer eigenständig gemacht und dabei habe ich wohl den Pellegrini einfach zum falschen Verein gemacht. Und deshalb hier, es war schön mit dir, Vertragsauflösung, aber ja, kann ja nicht sein, dass er jetzt einfach bei uns im Kader spielt. Tschüss. Bye, have a great time. Jungs, ihr solltet mir ja unter die letzte Folge einige Transfervorschläge machen und das habt ihr auf jeden Fall gemacht. Wir haben jetzt hier ultra viel am Start, deshalb auch nochmal, ne, macht es diese Folge wieder, denn ich denke mal, nächste Folge wird noch nicht die Transferperiode vorbei sein. Das heißt, wir können da nochmal durchstarten. Ich habe jetzt hier einiges auf dem Schirm. Ich glaube, es sind fast so viele Spieler, wie Tizi am Wochenende diskarden musste. Walk out the door, you see someone that you know and they ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nein, Jungs, Spaß beiseite. Also, es ist echt ultra viel zusammengekommen. Und wie gesagt, wir werden, denke ich mal, im Laufe dieser Episode jetzt auch mal die ersten Transfers dann sattelfest machen und dann mal gucken, was wir nächste Folge noch machen. Ich denke mal, das wird dann so der letzter Transfertag. Was auf jeden Fall bei euch fast nur gefordert worden ist, dass wir eine Anfrage zu Renato Sanches machen. Der wurde ja gerade hier erst von Benfica Lissabon nach Bayern verkauft. Das heißt, wir können ihn nicht direkt fest verpflichten. Aber wir können mal eine Leihe versuchen, ob Bayern das machen möchte. Und ja, wir machen mal ein Jahr. Ich denke mal, künftige Ablöse werden sie nicht annehmen. Aber ein Jahr, noch eine Torprämie und dann mal gucken, ob das funktioniert. Das soll ja auch ein Gerücht sein, was vielleicht in Real Life eintreffen könnte. Jungs, dazu habe ich hier noch einiges aufgeschrieben. Bernardeschi fanden von euch auch viele cool. Aber den streiche ich jetzt wieder, weil da habe ich heute Morgen noch frisch gelesen, dass der jetzt kurz davor ist, nach Juventus zu wechseln. Und dann macht er ja eher weniger Sinn, wenn der, ne, zum Rivalen wechselt. Borini müssen wir uns auf jeden Fall noch holen. Den habe ich irgendwie vergessen, so rüber zu transferieren. Der ist im Sommer auch nach Mailand gegangen. Ja, Kovacic, Verratti finde ich auch super interessant. Da müssen wir dann ganz tief reingreifen in unser Portemonnaie. Goretzka würde ich auch noch cool finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Forsberg wird wahrscheinlich jetzt im Sommer nicht wechseln, aber da gab es auch ein sehr starkes Gerücht. Und im Sturm Aubameyang und Belotti, das ist ein ganz, ganz enges Rennen. Ihr findet beide ultra geil und da muss ich dann mal schauen, für wen ich mich entscheide. Aber einer von den beiden wäre auf jeden Fall sick. Und Jungs, dann geht's noch deutlich weiter. Kalinic ist jetzt wohl auch kurz davor, nach Mailand zu wechseln. Den könnten wir dann eben für Bakker holen als Backup. Und dann, Jungs, das, was ich in den Kommentaren gelesen habe und ich ultra geil finden würde, Zlatan Ibrahimovic. Jungs, sollen wir den König von Manchester, von Barcelona, von Mailand, von überall zurückholen? Das wäre doch eigentlich eine ultra kranke Aktion. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich hoffe, es überschlagen sich nicht die Ereignisse und ich mache das jetzt einfach schon, diese Folge. Aber das würde ich schon ziemlich geil finden. Achso, übrigens nicht wundern, der spielt jetzt hier gerade bei, ich glaube, den Chicago Fires. Weil der spielt ja nicht mal bei Menu und wenn man einen Spieler dann zu freie Spieler macht, dann wechselt er einfach irgendwo hin und dann meistens auch zu einem Topverein, was keinen Sinn macht. Dann hat auf einmal Bayern Ibra oder so. Das wäre ja ein bisschen scheiße. Deshalb habe ich den jetzt einfach irgendwo in die MLS transferiert und dann passt das schon. Wir starten jetzt auf jeden Fall erstmal hier in unserem Tagesablauf rein. Im August kriegen wir direkt eine Nachricht, Pressekonferenz, bla bla, Anfrage von Verratti zu Verratti. PSG sagt, geben wir nicht ab. Naja, wer weiß, Junge. Geld, wir haben da ein bisschen was auf Tash. So, Jungs, und wir können also wohl wirklich den ersten Neuzugang vermelden. Und zwar Renato Sanches. Das Leihangebot wurde tatsächlich angenommen. Und ich würde sagen, dass sich das so krass auch in den Kommentaren gewünscht worden ist, haben wir den ersten Neuzugang. Also, Jungs, Sanches ist auf jeden Fall am Start. Damit haben wir jetzt echt ein ganz gutes zentrales Mittelfeld. Man muss ja auch noch bedenken, dass der gute Bonaventura gerade verletzt ist. Der ja auch ein 83er-Rating, glaube ich, hat.
Also, das sieht jetzt auf jeden Fall ganz nice aus. Wir haben jetzt das erste wichtige Spiel vor uns, und zwar die Supercoppa. Das ist also einfach der Supercup in Italien, meine ich. Gegen Juventus Turin, ich werde das Ganze simulieren, ich habe es euch gesagt. Karriere selber spielen werde ich nicht so viel machen. Weil ganz ehrlich, wollt ihr euch wirklich angucken, wie ich gegen CPU spiele? Glaub nicht, oder? So, let's go, das Spiel startet gegen Juventus Turin. Wir liegen nach 10 Minuten 1-0 durch Gonzalo Higuain hinten. Vielleicht können wir noch irgendwie zurückkommen, aber Juve ist natürlich momentan, vor allem in der Karriere, hier noch etwas übermächtig. Dybala macht auch direkt das 2-0. 2-1 durch Calhanoglu. Vielleicht kommen wir doch nochmal ran, aber ich denke, hier wird Juve das Ding für sich nach Hause holen. So, 10 Minuten haben wir noch circa. Sanchez macht sein Debüt, Higuain mit dem 3-1. Und damit ist der Supercoppa-Sieger Juventus und nicht wir. Ich denke mal, dieses Spiel hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass Juve uns noch einen deutlichen Schritt voraus ist und wir auf jeden Fall auch nochmal was auf dem Transfermarkt tun müssen, weil unser Kader hat zwar Potenzial, aber schaut euch das an. Vor allem im Mittelfeld mit Cassie und 75er, Conti und 75er, Silva 79, uns fehlt da noch ein bisschen der Topstürmer. Auf Bakka wollen wir ja eigentlich auch nicht bauen. Da ist schon noch Potenzial nach oben da. Potenzial haben auf jeden Fall auch unsere Spieler hier aus der Jugendarbeit. Tötet mich bitte für diese schlechte Überleitung. Aber wir schauen mal rein und gucken, ob sich hier irgendeiner verbessert. Und das sind wirklich richtig gute Ergebnisse. So, Jungs, und ich würde sagen, es wird langsam ernst. Ich mache mein erstes Angebot für Aubameyang. Die Dortmunder haben gesagt, sie wollen 86 Millionen haben. Wir starten mal mit 70 rein, aber wenn dieser Transfer über die Bühne gehen soll, wird's arschteuer. Gleichzeitig kriegt auch der gute AC Florenz ein Angebot für Kalinic, der ja auch in Real Life nach Mailand wechseln soll. 81er Rating, das wäre ein sehr starker Backup. Wir bieten mal 19 Millionen zum Start. Florenz möchte 32 Millionen für Kalinic, also müssen wir hier unser Gebot mal erhöhen. Machen wir 22. Vielleicht ist das die magische Zahl, die uns diesen Transfer eintüten lässt. Keine Ahnung. Dortmund akzeptiert ein 70-Millionen-Angebot für Pierre-Emerick Aubameyang, Leute. Alter, das müssen wir machen. 70 Millionen für so einen Stürmer, das ist gar nichts. Also Jungs, das Angebot geht auf jeden Fall raus. 5 Jahre, 150.000 die Woche, damit verdient er ordentlich Kohle. Das ist ein Jahresgehalt von circa, ja, 7 Millionen oder so. Holy shit, Angebot wird abgesendet. Alter, für 70 Millionen? Also beschweren kann man sich da eher weniger. Florenz bleibt erstmal bei den 32 Millionen, die wir haben, die sie haben wollen. Wir könnten aber vielleicht den guten Bakker da reinpacken. Wäre jetzt meine Idee. Das Problem ist, wenn wir da einen Bakker reinstellen, verstärken wir wieder die Konkurrenz und das ist eigentlich auch uncool. Deshalb mache ich mal 24 Millionen. Okay, Aubameyang hat uns geantwortet. Er möchte derzeit nicht wechseln, weil er in seinem aktuellen Verein ein Star ist. Ja, das heißt übersetzt wahrscheinlich, gib mir mehr Geld. Also Angebot Nummer 2, mehr Geld, ein Jahr weniger Vertrag. Come on, Auba. Du willst das Geld haben, ich weiß es. Oh, und wieder gute Trainingsergebnisse. Der gute Locatelli geht auf 75 hoch. Nice. Florenz akzeptiert 24 Millionen für Kalinic. Damit hätten wir unseren, ja, noch nicht mal unbedingt Backup-Stürmer. Aber wir hätten auf jeden Fall einen neuen Stürmer. Der kriegt jetzt mal ein Angebot. Ich würde sagen 90.000 und machen wir mal wichtiger Stammspieler. Weil ich denke mal, er wird seine Einsatzzeit bekommen. Aber wenn wir wirklich einen Auba oder einen Ibra holen sollten, weiß ich nicht, ob der immer von Beginn an spielen wird. Deshalb 3 Jahre 90.000 wichtiger Stammspieler. Vielleicht mag er es ja so. Er weiß. Jungs, wir haben nur immer noch das gleiche Problem. Wir haben so eine volle Streichliste hier. So viele Spieler, die wir abgeben könnten. Und keiner kauft einfach unsere Spieler. Das ist richtig ätzend, Mann. Guck dich das mal an. So viele Spieler, die so maximal 77, 78 haben. Einfach kein Schwein haben will. Keiner. Und Jungs, das könnte der absolute Supercoup werden. Aubameyang hat das Angebot akzeptiert. Und das an dem Tag, wo die neue Saison losgeht. Der erste Spieltag in der Calcio A. Und Jungs, ich weiß nicht, wie viele von euch das jetzt wirklich feiern. Viele haben auch gesagt, hol Aubameyang nicht. Ganz viele andere haben gesagt, hol Aubameyang. Es war wirklich 50-50, weil es ist unsicher, ob er in diesem Sommer wirklich wechseln wird. Und vor allem, ob er nach Mailand wechselt. Aber 70 Millionen für Auba und komplett unrealistisch ist der Transfer nicht. Das müssen wir eigentlich akzeptieren, deshalb mache ich das jetzt auch. Und damit haben wir unseren neuen Stürmer gefunden. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Doppelsturm mit Auba und Ibra wäre schon nice.
Und damit sieht unsere aktuelle Startelf auf jeden Fall ein deutliches Stück besser aus. Mit Pierre-Emerick Aubameyang vorne im Sturm neben Silva. Ultra fettes Team. Uns fehlen jetzt wirklich nur noch so ein, zwei Positionen, wo man vielleicht was verbessern könnte. Vielleicht holen wir uns ja vielleicht noch Verratti. Ja, starker Satzbau, Simon, wirklich. Great. Deutsch-LK ist da. Verratti ist auf jeden Fall auch noch eine Option hier in der Mitte. Vielleicht noch für rechts ein Backup, wobei da haben wir mit der offensiven Variante Susu eigentlich noch einen auf der Bank. Mal gucken, was da noch so geht. Aber so gefällt mir der Kader noch ganz gut. Nur wir haben halt echt noch viele Spieler, die weg können. Bakker unter anderem, Zapata. Es gibt wirklich so viel Stuff, der hier noch weg kann. Honda, der ist jetzt in Real Life mittlerweile auch gewechselt. Lapadula brauche ich auch nicht unbedingt. Niang soll jetzt wohl auch den Verein verlassen. Sosa ist, glaube ich, auch schon weg. Es gibt noch einige Streichkandidaten. Und jetzt geht's Schlag auf Schlag. Wir kriegen noch unseren dritten Neuzugang vor dem ersten Spieltag. Der Transfer von Kalinic ist hiermit also auch fix. Den verpflichten wir. Und damit haben wir eigentlich auch schon jetzt unseren Stürmer Nummer 3. Und damit sollte das offensiv auf jeden Fall passen. Bakker kann noch weg. Eventuell, wenn wir es komplett übertreiben, vielleicht noch eine Rückholaktion von Ibra. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Vielleicht mache ich auch eine Abstimmung, aber schreibt es auf jeden Fall mal rein. Dann gibt es hier noch ein Transferangebot für Antonelli. 4,2 Millionen. Wir sind links gut mit Ricardo Rodriguez besetzt. Deshalb gehen wir den guten mal ab. 4,2 Millionen, das ist unter Marktwert, aber ich bin so froh, wenn ich jetzt hier gerade spielerlos werde. Deshalb machen wir das. Der gute Desgiglio, oder wie man den auch immer ausspricht, hat den Verein übrigens auch verlassen. Der ist nach Juventus Turin gegangen, also kommt er bei uns auch auf die Transferliste. Ob den jetzt wirklich Juve kauft, keine Ahnung, aber wir wollen es ja mehr oder weniger aktuell und realistisch halten. Und dann starten wir jetzt tatsächlich in den ersten Spieltag der neuen Saison rein gegen den FC Turin, ein Heimspiel. Unser Kader steht auf jeden Fall, 3-5-2-Formation und zwei Neuzugänge, die wir jetzt selber geholt haben, stehen auch direkt in der Startelf mit Sanchez und Aubameyang. Wenn man sich das Ganze jetzt mal komplett anguckt, sind wirklich in der Mannschaft bis auf Donnarumma und Romagnoli und Musaccio, glaube ich, nur Neuzugänge. Also, der neue AC Milan gegen Turin im ersten Spiel der Saison. Ich würde sagen, wir gehen rein und schauen mal, was unsere Mannschaft hier auf den Rasen zaubert. Ich hoffe natürlich, dass das erfolgreich wird. Bonucci sieht gelb und Belotti, einer unserer Transferziele erst, trifft nach 23 Minuten zum 1:0. Jetzt heißt es zurückkommen, Jungs. Locatelli kommt für Conti. Wir dürfen uns jetzt hier nicht unsere Euphorie direkt im ersten Spiel versauen. Und Ljalic verschießt noch einen Elfer bei Turin. Und wir verlieren das erste Spiel mit 0:1. Fuck! Und beinahe hätte der Saisonstart noch einen bitteren Beigeschmack gehabt. Denn Biegler hat sich verletzt, aber zum Glück wirklich nur für 2 Tage. Alles andere wäre jetzt komplett scheiße gewesen. Dazu gibt es noch ein Angebot für Jose Ernesto Sosa. Der war ja auch mal bei Bayern. Las Palmas will ihn ein Jahr ausleihen. Hauptsache, der Kader ist nicht mehr überfüllt. Also, tschüss. Antonelli wurde auf jeden Fall verkauft für 4,2 Millionen. Ein bisschen Geld bei uns in den Verein gespült. Und wir haben einen Spieler, den wir streichen wollen, weniger. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir machen langsam mal ernst und schicken das erste Angebot für Marco Verratti raus. Das wäre ein absoluter Transferhammer, denn damit wären wir dann im Mittelfeld ultra heftig besetzt. Ich mache mal 35 Millionen und Bakker, weil wir haben momentan 3 gute Stürmer mit Silva, Kalinic und Aubameyang. Deshalb könnten wir den Abgang auf jeden Fall verschmerzen. 35 Millionen und Bakker. Das hat momentan ungefähr einen Wert von 60 Millionen, das beides hier zusammen. Mal schauen, was sie dazu sagen. Fürs zweite Saisonspiel habe ich mir mal eine neue Formation rausgesucht. Und zwar ein 4-4-2 flach mit Aubameyang und Kalinic jetzt mal von Anfang an vorne im Sturm. Çalhanoğlu und Susu auf den Außenbahnen, Biglia, Kessié auf der Doppel-6. Romagnoli fällt da erstmal aus der Abwehrkette raus. Und zwar sind das jetzt Rodriguez, Musaccio, Bonucci und Conti. Mal gucken, ob es so besser funktioniert. Und damit geht's dann rein. Auswärts bei Neapel, einfach mal ein richtiger Brocken hier am zweiten Spieltag. Die haben eine absolut kranke Mannschaft und Mertens trifft nach 12 Minuten zum 1:0. Das könnte jetzt wirklich der Horrorsaisonstart werden. Schauen wir mal rein, was danach passiert. Erste Halbzeit ist vorbei. Kommt schon, wenigstens ein Unentschieden. Silva mit dem Ausgleich. Wichtiges Ding. Jetzt habe ich ihn hier doch von Anfang an spielen gelassen. Egal. 70. Komm schon, wenigstens das Unentschieden halten in Neapel. Das wäre okay. Halten wir
Unser erster Punktgewinn auswärts in Neapel ist es auf jeden Fall okay. Jungs, ich beende jetzt hier auf jeden Fall erstmal die zweite Folge und hoffe natürlich, das Ganze hat euch wieder gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit. Nehm Däumchen nach oben, würde mich natürlich freuen. Nächste Woche geht es dann weiter mit der Mailand-Karriere. Schreibt mir auf jeden Fall rein, was wir uns am letzten Transfertag hier noch holen sollen, wie wir unsere Mannschaft noch verbessern könnten. Wir haben natürlich jetzt noch ordentlich was geholt, aber wir haben noch dick Kohle am Start. Also vielleicht geht da noch was. Ich würde sagen, wir sehen uns bis dahin. Macht's gut. Ciao und bis zum nächsten Mal. Haut da rein.